zurück in Aachen. Trotz wiederholter Vorwarnung hat Philipp weiter die Schule geschwänzt. Heute hat er dafür die Quittung bekommen. Ich habe hier den schriftlichen Nachweis, dass ich von der Schule geflogen bin. Philipp hat mehr als 60% der Unterrichtszeit verpasst. Ich bin nicht regelmäßig zur Schule gegangen, weil ich es nicht hinbekommen habe, aufzustehen morgens. Ich schätze mal, das Kiffen hat auf jeden Fall irgendwo mit den Schlafproblemen zu tun. Die Überwindung, halt erstmal zur Schule hinzugehen, fehlt meistens dann, wenn ich überhaupt wach war. Jetzt drohen dem Hartz-IV-Empfänger auch Konsequenzen vom Amt. Ich habe Angst vor einer Kürzung. Dass ich mich irgendwo bewerben muss und arbeiten muss, wird auf jeden Fall auf mich zukommen. Aber ich wollte auch dann nachfragen, ob es irgendwas gibt, was vom Jobcenter, also womit die zusammenarbeiten, was Nachtdienst oder ähnliches ist. Weil nachts bin ich so oder so wach. Den Schulverweis muss Philipp seinem zuständigen Sachbearbeiter im Jobcenter, Sebastian, melden. Ich habe leider nicht so gute Neuigkeiten. Okay. Ich bin von der Schule geflogen. Wegen zu vielen Fehlzeiten. Wie ist es denn zu den Fehlzeiten gekommen? Ich habe halt Schlafprobleme und dann halt, wenn ich morgens einschlafe, wache ich einfach nicht auf. Ich habe mich auf Sie verlassen. Das ist anscheinend schiefgegangen. Wir hatten vereinbart, dass er zur Schule geht, wenn es aus gesundheitlichen Gründen nicht geht. Wir können niemanden dafür verantwortlich machen, dass er krank ist. Und das bedeutet halt jetzt für uns, wir müssen jetzt gucken, wie kommen wir da weiter. Mein einziger Gedanke war, um mich so zumindest schon mal ins Arbeiten zu gehen, irgendwas Nachtdienst möglich ist, weil nachts bin ich so oder so wach. Aber Sie bleiben dann bei Ihrem gestörten Tag-Nacht-Rhythmus. Ja, das ist... Ja, also im Prinzip verfestigen Sie damit Ihr Krankheitsbild. Ich bin mir nicht sicher, Drogenkonsum, haben wir schon mal drüber gesprochen, oder? Nicht wirklich. Richtig? Es hing so im Raum. Also ich konnte davon ausgehen, dass er stattgefunden hat. Grundsätzlich macht der Drogenkonsum das Arbeiten schwer. Da stimme ich vollkommen dem Herrn zu. Drogen und Arbeit sollte man auf jeden Fall trennen. Habe ich auch immer so gehalten. Und zwar indem er einfach gar nicht gearbeitet hat. Von einem dreimonatigen Praktikum abgesehen. Doch das wird sich jetzt wohl ändern. Ich finde es grundsätzlich nicht gut, dass er denn das Arbeitslosengeld 2 auch zum Finanzierung des Drogenkonsums nutzt? Ja, es war früher auf jeden Fall mehr als mittlerweile. Es ist eigentlich nur noch das Kiffen, was mich nicht loslässt. Aber auch das sollte ja eigentlich irgendwann zu Ende sein. Ja, da werde ich dann, wenn ich es umgesetzt habe, die Chance der Therapie auf jeden Fall nutzen. Also Sie wollen eine Entgiftung machen? Auch, ja. Wir haben unterschiedliche Kooperationspartner, die in dem Bereich helfen. Der Sachbearbeiter sucht Philipp verschiedene Adressen raus. Der 18-Jährige soll zur Suchtberatung und zur psychischen Beratung gehen. Danach muss er sich Arbeit suchen. Wenn Sie Ihre Pflichten, also bis zum 2.6. Termin aufmachen, bis zum 9.6. mich darüber informieren, bis zum 30.6. den Termin wahrgenommen haben, nicht einhalten, droht eine Sanktion an. Bedeutet eine Reduzierung der Leistungen für 3 Monate. Kommt es innerhalb von einem Jahr zu einer erneuten Pflichtverletzung, bedeutet dies den kompletten Wegfall der Leistung. Mit seinem Verhalten hat Philipp jegliches Vertrauen verspielt. Wenn er sich wieder nicht an die Vereinbarungen hält, erwarten ihn ernste Konsequenzen. Das ist halt relativ schwierig. Ich habe irgendwo gelernt, mit den Drogen zu leben, aber ich weiß halt auch, dass ich es ändern muss. Das ist das, was ich da für mich selber irgendwo klar bekommen muss. Also er vermittelt immer den Eindruck, dass er möchte. Das, was er zeigt, ist, dass er es nicht schafft. Jetzt stellt sich da die Frage, macht er es nicht, weil er es nicht schafft oder weil er nicht möchte? Ich kenne es auch nicht mehr anders einfach. Mein Leben richtet sich nach dem Kiffen hauptsächlich die meiste Zeit. Und also da muss ich einfach noch rauskommen. Machen Sie das nicht, weil ich das will, sondern machen Sie es, weil Sie vorwärts kommen wollen, was für Ihre Zukunft erreichen wollen. Auf jeden Fall. Mit seinen 18 Jahren ist es für Philipp trotz seines Fehlstarts ins Leben noch nicht zu spät. Doch er muss bereit sein, an sich zu arbeiten. Ich weiß, dass ich es schaffen kann, aber es muss halt auch nicht unbedingt der Fall sein, dass ich es hinbekomme. Aber ich werde natürlich alles darum geben, dass es funktioniert. Philipp hat sich bis heute an die Auflagen des Jobcenters gehalten und bezieht weiterhin Hartz IV. Eine Arbeit hat er bisher nicht gefunden. Er möchte aber bald eine Psychotherapie beginnen. Armes Deutschland. Trotz Wirtschaftswachstum geht die Schere von Arm und Reich immer weiter auseinander. Rund jeder 5. Bürger ist von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. In Offenbach sind Frank und sein Sohn Steven auf dem Weg zu einer Wohnungsbesichtigung. Momentan teilen sich die beiden 20 Quadratmeter. Doch für Geringverdiener wie sie
stehen die Chancen auf dem Mietmarkt nicht gut. Wir waren bei Wohnungen, da waren auf einmal 80 Leute, 90 Leute. Da hast du dich angestellt, um reinzukommen. Das ist halt schwer, was zu kriegen, gerade mit dem Gehalt jetzt. Frank hat trotz zweier Jobs nur 1.400 Euro netto im Monat zum Leben. Doch vom Amt wollen beide nicht abhängig sein. Wir haben halt dann noch die Option, dein Gehalt dazu in 2 Monaten. Genau, die Option hätten wir und ich hoffe mal, dass ich das als Joker einsetzen kann noch. Als Auszubildender bei der Bundeswehr wird Steven erst 800 und später 1.000 Euro im Monat verdienen. Ob das Makler Max überzeugt? So, habt ihr schon das Exposé erhalten, ja? Das ist jetzt das Schlafzimmer. Okay. Ja, hier ist ein Altbauflair mit den Decken. Ein solches Schlafzimmer wäre Stevens Traum. Der 17-Jährige schläft zurzeit auf einer Couch zwischen Kisten. Im Vergleich zu meinem jetzigen Zimmer ist es einfach gigantisch. Und ich würde mich halt eben echt drüber freuen, wenn ich dann hier mein eigenes Reich hätte. Auf alle Fälle wesentlich besser als bei uns. Klar, eindeutig. Alles ist besser momentan. Auch das Badezimmer wäre im Vergleich zu der jetzigen Situation eine enorme Verbesserung. Größer als unser Bad. Tageslicht. Abschließbare Tür. Ja, ordentlich. Dann gucken wir mal weiter. Das Wohnzimmer wäre gleichzeitig Franks Schlafzimmer. Die Möbel kommen natürlich raus, aber es ist halt sehr geräumig. Können Sie auch eine Schlafcouch hinstellen, damit jetzt halt von der Aufteilung mit dem Sohn halt passt, ja. So viel Platz wäre für Vater und Sohn die Erfüllung eines großen Traumes. Beide leiden sehr unter ihrer aktuellen Wohnsituation. Die Küche bleibt natürlich drin, die bleibt bestehen. Das gefällt mir sehr gut. Aber auf alle Fälle könnte man hier auch eine gute Computerecke hinbauen. Ich arbeite mit Computer, ich repariere Computer. Ah ja, okay. Und darauf habe ich ein Gewerbe. Okay. Und da brauche ich einen kleinen Platz für. Ja, also die Wohnung ist super. Ich wäre schon enttäuscht, wenn wir jetzt eine Absage kriegen würden, weil für mich ist die Wohnung einfach komplett perfekt. Jetzt muss man nur hoffen und beten, dass der Makler nicht wieder sagt nein, weil irgendwelche Finanzen nicht reichen, obwohl meines Erachtens sie reichen würden für diese Wohnung. Frank wäre bereit, rund die Hälfte seines Nettolohns für die Miete auszugeben. Vielen Maklern ist das zu riskant. Ja, ich mache 2 Jobs, einen festen, da verdiene ich ca. 1.200. Mhm. Das sind immer Nettobeträge. Nettobeträge, ja, okay, super. Plus mein Gewerbe, das kann ich momentan halt nicht betiteln, weil ich es halt nicht so machen kann, wie ich es möchte, weil ich den Platz nicht habe. Lassen Sie mir einfach die Gehaltsabrechnung mal zukommen, die letzten 3, ja, und das dann schauen wir mal weiter, ja. Also ich wollte Ihnen eigentlich auch noch anmerken, dass ich so in 2 Monaten dann noch beim Bund bin. Das heißt, ich würde ca. 1.000 Euro mitbringen, also so als Gehalt. Da wollte ich halt eben mal fragen, wieso dann unsere Chancen stehen. Ich bin nicht der Entscheidungsträger, ich kann Sie nur weiterleiten an den Eigentümer. Ich lege da natürlich ein gutes Wort ein, aber ich kann da nichts entscheiden. Solche oder ähnliche Aussagen haben Steven und Frank schon öfter gehört. Ihnen bleibt nur die Hoffnung, dass es diesmal klappt. 1,2 ist jetzt ein bisschen grenzwertig für 2 Personen. Aber der hat ja noch das Gewerbe. Müssen wir uns die Unterlagen durchschauen und durchkalkulieren, ob das jetzt irgendwie überhaupt Sinn macht. Ja. Der Makler will sich in den nächsten Tagen melden. Neues. Hier leben die Hartz-IV-Empfängerin Nathalie und ihr Freund Marcel. Normalerweise leben wir vom Jobcenter. Aber weil ich 12 Termine verschlafen habe, habe ich momentan Streit mit denen und bin zu 100% sanktioniert. Wir leben im Moment von 0 Euro. Seit mehreren Wochen begleiten wir die beiden schon mit der Kamera. Ihre Lebenseinstellung wird nicht nur in der Wohnung, sondern auch bei der Jobsuche offensichtlich. Nein, ich habe bis jetzt noch nie gearbeitet, in meinem ganzen Leben noch nicht einmal. Momentan leben die beiden von Lebensmittelgutscheinen, doch damit lassen sich keine offenen Rechnungen bezahlen. Bei meinem Stromanbieter sind es mittlerweile 350 Euro, die ich da an Schulden habe. Warum kümmerst du dich erst jetzt darum? Warum bist du das Problem nicht schon früher angegangen? Weil ich meinen Arsch nicht hochbekommen habe. Die Angst, ohne Strom dazustehen, treibt die 22-Jährige zum Jobcenter. Sie hofft auf ein Darlehen. Die haben mir halt gesagt, dass ich eine Maßnahme machen muss, um wieder meine volle Leistung zu erhalten. Mit den Stromschulden können die mir nicht helfen, da soll ich zum Sozialamt gehen. Und ich finde das scheiße von denen, dass die mich erst von A nach B schicken und mir dann auch noch sagen, dass ich irgendwas tun soll. Auch das Gespräch beim Sozialamt läuft anders als erhofft. Was ist passiert? Das ist passiert.
die können nichts machen. Warum nicht? Weil ich AG-Leistung bekommen muss. Die sind doch behindert hier in Deutschland. Warum hast du dich jetzt mit Marcel gestritten? Weil der seine dumme Fresse nicht halten kann. Jetzt fuck mich nicht ab, wenn du mit mir reden willst, dann komm hier hin und schreit schon über die ganze Straße, Mann. Ich schwöre es dir, du bringst so auf Weißkuchenmädchen. Halt einfach deinen Mund jetzt. Red kein Wort mehr mit mir heute. Der geht natürlich direkt an die Decke, weil er halt ein Aggressionsproblem hat. Der schreit dann halt rum, wird dann halt wütend. Wenn man ihn aber 5 Minuten in Ruhe lässt, dann beruhigt er sich auch ganz schnell wieder, wenn ich dann nicht die ganze Zeit hinterher stachel. Ihren Streit haben die beiden schnell beigelegt. Auf die Maßnahme allerdings hat Nathalie nach wie vor keine Lust. Heute erst recht nicht. Mir ist schlecht. Ich habe das Gefühl, ich müsste mich übergeben und ja, mein Schatz will mich zum Frauenarzt schleppen. Sie ist morgens am Kotzen. Sie ist die letzten Tage von der Laune her nicht mehr auszuhalten. So, sie hat auf jeden Fall Symptome, was Richtung Schwangerschaft geht. Jetzt wäre ganz und gar kein guter Zeitpunkt. Wir haben kein Geld, wir haben keine richtige Zukunft, wir wissen nicht, wann es wieder richtig bei uns läuft. Ein Kind wäre jetzt wirklich unser Untergang. Nathalie und Marcel sind nicht in der Lage, für ihr eigenes Leben Verantwortung zu übernehmen. Werden sie jetzt doch noch Eltern? Die 22-Jährige will Gewissheit. Guten Tag, zum Buch, mein Name. Ich bräuchte ganz dringend einen Termin wegen dem Verdacht auf Schwangerschaft. Haben Sie denn schon mal zu Hause einen Test gemacht? Nee, leider nicht. Dann auf jeden Fall machen. Ansonsten gucke ich gerade mal am Montag um 16.15 Uhr. Ja, okay, machen wir so. Alles klar. Danke. Tschüss. Tschüss. Bis zum Termin sind es 4 Tage. Ein Test aus dem Drogeriemarkt würde sofort Gewissheit geben, doch der kostet. Ja, wir haben momentan kein Geld für einen Schwangerschaftstest, weil wir die ganzen Sanktionen haben von der AGE. Er kriegt ja gar kein Geld von der AGE und ich kriege ja auch momentan nichts. Ansonsten, Schatz, wir haben hier auch noch ein bisschen Kleingeld und hier am Tisch. Und wir haben noch ein bisschen Pfand da, den wir wegbringen könnten. Ich könnte meine Mutter fragen, aber die könnte mir das Geld erst heute Abend überweisen. Das heißt, es wäre morgen erst da. So lange will Marcel nicht warten. Der ehemalige Obdachlose sieht sich nach Leergut um. Also, das sind auf jeden Fall 2-3 Euro, Schatz. Ja, man könnte Pfandflaschen sammeln gehen, weil es liegt eigentlich viel rum. Nur ist immer die Sache, Pfandflaschen sammeln zu gehen. Was denken andere Leute von einem? Ja, ist auch so eine Notsituation, aber ich würde mich nicht gerne auf dieses Niveau runterlassen. Also ich würde jetzt tagsüber zum Beispiel nicht losgehen, weil ich halt noch Möglichkeiten offen habe, die ich erstmal gucken würde, wie Oma, die Mutter von ihr, ob da erstmal zurückkommt, bevor ich mir wirklich die Blamage reinziehe und da von Flaschen sammeln gehe. Ansonsten, was wir noch machen könnten, wäre, dass man PlayStation-Spiele verkaufen geht. Ich werde nicht schon wieder meine Spiele verkaufen. Was bleibt dir übrig? Auf jeden Fall nicht meine Heiligtümer verkaufen, nicht meine Babys und nicht meine Schätze. Ich gehe in Schwangerschaftstest klauen, das ist die einzigste Möglichkeit. Lieber klauen gehen, als die geliebten Spiele zu verkaufen. Diese Einstellung scheint selbst Marcel zu weit zu gehen. Auf Bewährung, dann noch klauen gehen, dann kannst du Hallo Zelle sagen. Du bist auf Bewährung? Ja, ich bin auf Bewährung. Warum? Bis 2020 oder 19 wegen Internetbetrugs und Urkundenfälschung. Was hast du denn gemacht? Ich habe auf falschen Namen bestellt und die Sachen nicht bezahlt. Über wie viele Beträge reden wir hier? Über welche Beträge? 15.000 Euro insgesamt. Der Gedanke an den Knast scheint Nathalie umzustimmen. Sie sucht nach Alternativen. Ja, ich habe Mama jetzt gefragt. Jetzt muss ich auf Antwort warten. Willst du auch eine Zigarette oder lieber nicht? Möchte es versuchen. Falls Nathalie wirklich schwanger ist, würde das ihrem Kind sehr schaden. Nathalie, meinst du, das ist gut, in der eventuellen Schwangerschaft jetzt zu rauchen? Eigentlich nicht. Aber bei dem Kopfkino, was ich gerade habe. Und eigentlich will ich ja auch gar kein Kind mehr. Nathalie hat bereits eine Tochter. Vor 8 Monaten hat das Jugendamt die 4-Jährige in Obhut genommen. Meine Tochter lebt momentan nicht bei mir, weil das Jugendamt mir vorwirft, dass ich sie misshandle. Das stimmt meiner Meinung nach so nicht. Aber ich darf sie halt momentan nicht sehen, weil sie halt in einem Heim lebt und weil da noch ungeklärte Sachen offen sind. Kurz darauf erhält die 22-Jährige Rückmeldung von ihrer Mutter.
Ich habe Mama gefragt, ob die mir Geld leiht, die 5 Euro für einen Schwangerschaftstest. Meine Mama hat aber nein gesagt, weil sie erstens zu weit weg ist, eine Überweisung zu lange dauern würde und ja, weil sie mir kein Geld geben wollte, weil sie gesagt hat, ich muss mich selber darum kümmern. Um Geld kümmern heißt für Natalie offenbar andere Leute anschnorren. Nach ihrer Mutter klappert sie ihre Freunde ab. Einer erklärt sich schließlich bereit, den beiden auszuhelfen. Ja, wir treffen uns jetzt mit Kevin, das ist ein guter Freund von uns. Der leiht uns die 5 Euro und ich bin auch ganz froh darüber, dass der uns die 5 Euro für einen Schwangerschaftstest leiht, weil der halt bis jetzt noch nicht weiß, wofür er uns das Geld leiht. Diese Lösung passt den beiden auf jeden Fall besser, als Spiele zu verkaufen oder Flaschen zu sammeln. Kumpel Kevin lebt zwar auch von Hartz IV, hat aber etwas Geld übrig. Hey. Na, alles klar? Ja, bei dir. Ja, wofür braucht ihr jetzt die 5 Euro? Ja, wir brauchen die 5 Euro für den Schwangerschaftstest, weil wir die Vermutung haben, dass sie jetzt schwanger ist halt. Ah, ja krass. Ich brauche den auf jeden Fall am 15. dann wieder, ne? Ja, auf jeden Fall. Kein Ding, dafür auf jeden Fall. Also, wolltest du da schon Zigaretten rauchen? Wenn du einen hast, ja. Es ist mir auf jeden Fall ein riesengroßer Stein vom Herzen gefallen, dass wir jetzt das Geld für den Schwangerschaftstest auftreiben konnten und dass wir danach auf jeden Fall Gewissheit haben. Doch die Gewissheit muss noch etwas warten. Natalie raucht lieber erst eine. Leipzig-Grünau. In Bettinas Plattenbauwohnung feiert Enkelin Jasmina heute ihren 9. Geburtstag. Weil sich die alleinerziehende Oma von ihrem Hartz-IV-Satz nicht viel leisten kann, hat sich ihre Freundin und Nachbarin Dana an dem Geschenk beteiligt. Einem Handy. Handy? Ja. Geht aber erst in 2 Tagen. E-Mail habe ich schon bekommen. Das ist registriert, ist alles. Das ist schon keine Freundin mehr, das ist einfach nur, die gehört dazu, zur Familie. Wie läuft's, Mädchen, noch? Ja, ich habe extra zugemacht. Yay. Kommst du? Ich komme. Ich folge dir unauffällig. Bettina hat im Monat nach Abzug aller Fixkosten nur 400 Euro zum Leben. Dennoch möchte sie ihrer Enkelin einen unbeschwerten Geburtstag bereiten. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebes Mädchen. Happy Birthday to you. Yeah, Party, Konfetti. Geschenke. Einhornkekse. Jasminas größter Wunsch, ein Hoverboard, war finanziell einfach nicht drin. Doch auch das Handy sorgt für leuchtende Augen. Jetzt hast du dein eigenes Handy. Danke, Oma. Bitte schön, mein Engel. Jetzt brauche ich dich nicht mehr suchen auf dem Hof und gucken, auf welchem Spielplatz du dich befindest. Jetzt rufe ich dich an. Mädchen, freust du dich? Ja. Definitiv ja. Na, also das hat man gesehen, wie die Augen groß wurden. Die hat sich drüben sehr gefreut. Alles richtig gemacht. Ihre Oma ist für Jasmina die wichtigste Person im Leben. Zu ihrer Mutter besteht kaum Kontakt. Ich denke nicht, dass sich die Mutter von der Kleinen meldet. Das passiert ja weder zu Weihnachten noch sonst. Sie meldet sich schon zwischendurch mal, aber eher sporadisch. Bettina ist gesundheitlich schwer angeschlagen. Trotzdem versucht sie, so gut es geht, Jasmina die Mutter zu ersetzen. So, meine Süße, ich gehe erst mal wieder hoch. Mhm. Na, Kind wecken. Gut. Bis nachher. Dana und ihr Sohn werden später noch mit Jasmina feiern. Als einzige Gäste. Eine Geburtstagsparty mit vielen Kindern, das wäre nicht möglich, weil die Kosten einfach zu hoch sind. Ich bin traurig, weil ich, meine Freunde nicht einladen konnte. Jasmina muss auf vieles verzichten, was für andere Kinder selbstverständlich ist.